jeder macht seine Arbeit und wir hoffen, im Endeffekt geht es ja auch darum, dass es einfach eine gute Ausstellung wird, denke ich schon. Und was dann passiert, steht in den Sternen. Also ich denke mal, dass es vorerstens darum geht, eine gute Ausstellung zu machen. Das ist ja eigentlich immer total wichtig, egal was jetzt der Hintergrund ist für eine Ausstellung. Und danach irgendwann kann man sich ja mit dem Preisthema mal auseinandersetzen oder eben nicht. Also ich halte es von mir so fern, wie es geht. Also wenn man sich wirklich über aktuelle Kunst informieren will, die zeitgenössische Kunst eigentlich wirklich, die jetzt produziert wird, die die nächste Generation beeinflussen wird, dann kann man hier wirklich einen wunderbaren Überblick finden. Es sind Künstler, die sehr vielversprechend sind, die jung sind, einen gewissen Erfolg haben, aber bestimmt noch wesentlich bekannter werden in der Zukunft. Es ist natürlich eine große Ehre, überhaupt vorgeschlagen worden zu sein und natürlich eine Ausstellung zu machen. Der Kunstpreis der Böttcherstraße ist für mich eindeutig einer der bedeutendsten Kunstpreise in Deutschland und er ist ja auch einer der höchst dotierten. Ich bin ganz überrascht über die vielfältigen Zugänge, die sich hier finden lassen, über die Positionen, die schon relativ stark zum Tragen kommen bei doch relativ jungen Künstlern und Künstlerinnen. Das hat mich sehr beeindruckt.